Wir wollten unseren Auszubildenden was Spezielles in der Ausbildung bieten, ein tolles Projekt und den Übergang von Schule und Beruf für unsere Auszubildenden erleichtern und haben uns dann deswegen entschlossen, 2009 zum ersten Mal die Teamtage durchzuführen mit Manfred Stör als Trainer. Und der hatte dann gleich die tolle Idee, in ein Selbstversorgerhaus zu fahren und war uns da auf der Suche behilflich, dass wir da einen passenden Ort finden. Zum ersten Mal sind wir nach Benediktbeuern gefahren in ein Selbstversorgerhaus. Und ja, was ganz toll war, unsere Azubis haben in der Einführungswoche von uns schon Informationen erhalten und haben dann wirklich von September bis Februar, wo wir es dann durchgeführt haben, ein Projekt am Laufen gehabt, wo die selber Präsentationen erarbeitet haben und wo die natürlich auch überlegen haben müssen, Mensch, was kochen wir da eigentlich, was essen wir da, wie verpflegen wir uns da? Da hat jede Gruppe ein eigenes Budget zur Verfügung gekriegt und die Azubis hat es von Beginn an richtig Spaß gemacht, damit zu wirken und das vorzubereiten. Ja, es geht natürlich nicht nur darum, dass wir da gut verköstigt werden, sondern wir wollten natürlich auch gern inhaltlich Themen bearbeitet haben. Das heißt, wir haben Musterpräsentationsthemen uns ausarbeiten lassen von den Auszubildenden. Hier steht zum Beispiel der Kunde im Mittelpunkt unseres Unternehmens oder auch die Zusammenarbeit. Wie arbeiten wir in der Sparkasse miteinander, mit dem Markt, mit dem Staat zusammen? Das haben unsere Auszubildenden ausgearbeitet, haben also auch fachliche Begleitung natürlich in der Woche. Und ja, für uns war irgendwo erstaunlich, wie viel Dynamik in so einem Lehrjahr steckt, wie intensiv die sich mit so einer Projektarbeit auseinandersetzen und wie engagiert die in der Woche neben den normalen Dingen wie Kochen und Aufräumen und das Zimmer ordentlich halten, doch an die fachliche Präsentation gehen. Und ja, das unter dem Augenmerk, dass sie Präsentationstechnik bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht gelernt haben und das eben auch in dieser Woche ausprobieren können und durch Doing lernen. Es macht da richtig Spaß, auch für uns jetzt als Begleitung, wo wir mitfahren dürfen. Man erlebt wirklich so mit jedem Tag eine Steigerung. Die entwickeln sich so toll weiter, die setzen Dinge um, die man einen Tag vorher noch gesagt hat. Und auch während der ganzen Ausbildungszeit kriegt man das so richtig zum Spüren. Die sind fit in Sachen Präsentationen, in Projekte vorbereiten. Und die Teamtage an sich sind sehr abwechslungsreich. Da macht man mal wieder ein Outdoor-Training, dann ist man mal wieder draußen an der frischen Luft. Dann sind drinnen wieder andere Dinge gefragt, also mal eine Präsentation, dann wieder ein Spiel, wo es umsetzen müssen. Und da wird es einfach nie langweilig. Welchen Mehrwert hat denn das jetzt eigentlich für unser Haus? Denn wenn man wiederkommt, dann ist ja ein Stück weit auch der Alltag, der eintritt und der Ausbildungsablauf geht weiter. Ja, und man glaubt eigentlich im Nachhinein gar nicht so, wie können wir jetzt die Inhalte wirklich auf unser Haus und auf die Ausbildung übertragen? Und doch ist das sehr, sehr gut möglich. Wir spüren das in der Zusammenarbeit, wir spüren das auch, wie sie künftig an Projektaufgaben rangehen, wie sie ja ihre Arbeitsaufträge in der Schule und auch im Ausbildungsablauf jetzt gezielter vielleicht vorbereiten, konsequenter planen und vielleicht sogar mit mehr Ernsthaftigkeit an diese Aufgabe rangehen. Ja, wir sind tatsächlich vor kurzem extern angesprochen worden, wie gut in unsere Auszubildenden ein Projekt mitarbeiten, wo wir ja mit vielen Sparkassen Oberbayern zusammen waren und wo es dann wohl doch aufgefallen ist, wie mit wie viel Mehrwert unsere Auszubildenden an so eine Aufgabe herangehen. Und das war für uns jetzt eigentlich nochmal das letzte Highlight zu sagen, es ist richtig, wir fahren weiterhin auf Teamtage. Und was auch sehr schön ist, also man merkt wirklich, dass auch das Vertrauen gegenüber von den Ausbildungsverantwortlichen gestärkt wird. Man hat hinterher einen viel besseren Bezug zu den Auszubildenden und das Team des Ausbildungslehrjahres wird richtig gestärkt und gefördert. Die unterstützen sich gegenseitig und helfen sich und das merkt man auch die Teamtage so richtig. Und aus dem Grund auch ein großer Mehrwert für uns Ausbilder. Ja, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir von Manfred Stürm von der Integra Akademie begleitet werden auf den Teamtagen seit 2009, wo wir das in unserem Haus durchführen. Und für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass Manfred Stürm das als externer Trainer unseres Hauses mitbegleitet, weil er das einfach hervorragend vorbereitet, diese Teamtage auch von der Struktur her, von den Spielen, die wir auch machen können, von den Trainings gut vorbereitet und an der Stelle auch sehr gut moderiert. Und wir es auch genießen, dass ein gewisser Abstand zwischen Ausbilder, Personalentwicklung, Auszubildender und dann eine externe Person da ist, die das, denke ich, auch in der Umsetzung und Annahme von Feedback für die Auszubildenden ein Stück weit leichter macht. Und aus der Sicht heraus wollen wir die Begleitung weiterhin von
man Friseur in Anspruch nehmen. Und ich muss auch sagen, dass die Planungen im Vorfeld immer ganz reibungslos ablaufen. Ein Anruf bei Manfred und man stimmt einen Termin ab und dann funktioniert das. Man stimmt sie kurz vor, die Teamtage nochmal ab, wer nimmt was mit. Und der Herr Stör hat immer neue Ideen, neue Spiele mit dabei. Also sehr abwechslungsreich und kann man nur weiterempfehlen.